Okay, ich habe gestartet. So, hallo Freunde. Es geht. Und jetzt zeigen wir euch im FFA die verschiedenen Klassen, wie Medic. Er läuft jetzt gerade mit dem Ingenieur rum. Ich zeige Ingenieur, weil das geht halt. Ingenieur ist das erste, dann Medic das zweite. Deswegen zeige ich jetzt euch zuerst. Der Ingenieur hat so ein Ding hier. Damit kann er bei Emblem, also bei dem, wie heißt das nochmal? Die Battle Group Maps am meisten. Damit kann er Panzer reparieren und so. Und bei dem AI-Channel kann ich die Gatling reparieren. Beziehungsweise, was wir nicht gezeigt haben, beim Lighthouse dieses komische Teil da. Ja. Was man beschützen muss. Hier. Die Waffen des Ingenieurs sind exakt dieselben, außer ein paar Special-Waffen wie die des Medics. Doch, nur eine Sache ist Unterschied. Manchmal gibt es sowas wie goldene Scorpions. Also die Waffe, die ich jetzt habe, nun golden. Und die kann nur der Ingenieur haben. Solche Specials halt. Und ich habe jetzt noch, also fünften Slot habe ich halt wegen Premium. Also nicht wegen Premium, wegen der Wünsche, haben wir euch ja erklärt. Und hier ist, was ich mir gekauft habe. G1, das sind solche Minen. Warte, Calvin zeigt euch gleich, was passiert, wenn er rüberläuft. So, jetzt So. Jetzt bin ich drüber gelaufen. Mit jeder Mine habe ich 2 HP verloren und ich kann nicht mehr sprinten oder rollen. Ja, rollen oder springen. Dadurch ist ein leichtes Ziel halt für mich. Zum Beispiel, ja, Calvin gibt sich jetzt erstmal Medic. Gib ja, mal das ist das Besondere an Medic, der an den Medic halt, der hat halt Medic-Kit. Und das. Noch, verschiedene Medic-Kits haben auch ein grünes, das gibt, nicht 30% wie das hier, sondern 45%. Das Grüne habe ich noch nie gesehen. Ja, im sechsten Slot kann man jetzt zum Beispiel, wenn man sich wieder rollen möchte oder springen oder laufen, gibt es auch noch Adrenalin. Davon kann man dann wieder rollen halt. Stamina meinst du? Nein, Adrenalin. Stamina ist nur, dass man wieder 5 extra kriegt. Echt? Ja, aber das werden wir auch irgendwann zeigen. Ja, also wir haben das halt beide nicht. Vielleicht hole ich mir das irgendwann mal und dann zeige ich es. Ja, kriegen wir mal. Okay. 2 Schüsse haben gereicht, um zu killen. Dass das unlogisch ist, wenn du mit einem normalen Gewehr jemanden direkt im Kopf triffst, stirbt der nicht. Hat nur jetzt zeige ich euch Sniper. Der bringt halt, der hat halt einen Sniper und Granaten. Im vierten Schritt Granaten und im dritten Sniper. Der Sniper, naja, der kennt keinen Sniper. Den kann man zielen und halt genau treffen. Da gibt's auch okay. Extra Sniper-Türme dafür. Hier und auf der Ich gehe mal auf den anderen. Ich gehe auf den anderen. Und manchmal gibt es viele verschiedene Spielmodi, sowas wie Deathmatch. Das können wir auch nochmal zeigen, wenn wir Premium haben. Ja, Deathmatch halt. Wenn ihr jetzt glaubt, dass man mit den Hacks das machen könnte. Nein, das geht auch nicht. Das ist einfach nur Premium-Hack. Das ist einfach SP, dann kriegst du 50% mehr XP. Also, wenn du jetzt 3% kriegen würdest, würdest du 1,5% mehr kriegen. Ja. Also, versteht sich halt. Aua, das ist voll gut. Einen fetten Kürbiskopf habe ich gesehen. Ja, ich weiß, die Kürbisköpfe sind ein bisschen kacke, aber die geben 3% mehr Schutz, habe ich gerade gelesen. Echt? Ja, und sind auch 3% genauer. Aber wenn du bei deinem Eck guckst, dann ist das gar nicht so. Nee, da steht da nichts. Alter. Nein, das ist nicht das. Das ist dieser Anzug von dem Typ. Ja. Nein, das ist nicht der Kürbiskopf. Der Kopf, musst du gucken. Kopf, Körperabwehr 3% höher. Und, ja, warum Körperabwehr? Ja, dann guck mal, wenn du das Inventar hast, weil ich habe diese Handschuhe durch diesen Event da. Und da steht, wenn ich in meinem Inventar gucke, dass es Plus bringt, aber bei dem Kürbiskopf nicht. Das ist echt nur der Anzug. Geh mal im Inventar und klick mal auf den Kürbiskopf, da steht das. Im Inventar. Also, das werde ich gleich nach dem Spiel noch mal kurz zeigen, den Leuten. Wenn das nicht crasht, ne, Fraps crashen nämlich. Nur im Spiel nicht. Also, vielleicht war das gerade ein Zufall, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört. Ja, ich auch. Ich habe es gesehen einmal von YouTube oder sonst. Habe ich noch nicht ausprobiert und jetzt ist es schon einmal gecrashed und jetzt habe ich es irgendwann probiert. Du hast den Schuss gehört, jetzt kriegst du Panik, ne? Ja. Ich
bin erst gerade hochgegangen, als du die zweite Nade geworfen hast. Da bin ich gerade erst hochgegangen. Wo ist der Kleine? Ach, da. Ja, Calvin ist kleiner als ich. Ja, das ist so. Ich bin halb klein. Und er ist ein Noobie. Ich roll mich da übelst offensichtlich runter und er sieht... Ja, ich hab schon hochgeguckt. Ich weiß, hab ich gesehen, das sah übelst episch aus. Du warst... Dein ganzer Körper war frei. Ja, ich hab dich erst nicht gesehen. Ich dachte, du wärst noch unten. Scheiße, ich hab dich gesehen. Ich dich auch. Ey, du killst mich nicht mit der Throwing Knife, ich hasse die voll. Ich finde die irgendwie voll cool, wie der die wirft. Ja, die sind doch... Die ist irgendwie voll sinnlos, der wirft die voll genau. Der wirft die in einer geraden Linie. Ja, voll unlogisch. Ich glaube, Fraps crasht gerade. Da musst du jetzt ausmachen. Viele verschiedene Spielmodi, sowas wie Deathmatch. Das können wir auch mal zeigen, wenn wir Premium haben. Ja, Deathmatch halt... wenn ihr jetzt glaubt, dass man mit den Hacks das machen könnte. Nein, das geht auch nicht. Das ist einfach nur Premium-Hack. Das ist einfach nur so. SP, dann kriegst du 50% mehr XP. Also, wenn du jetzt 3% kriegen würdest, würdest du 1,5% mehr kriegen. Ja. Also, versteht sich halt. Aua, ist voll gut. Einen fetten Kürbiskopf habe ich gesehen. Ja, ich weiß, die Kürbisköpfe, die sind ein bisschen... Kacke, aber die geben 3% mehr Schutz, habe ich gerade gelesen. Echt? Ja, und sind auch 3% genauer. Aber wenn du bei deinem Eck guckst, dann ist das gar nicht so. Nee, da steht da nichts. Alter. Nein, das ist nicht das, das ist dieser Anzug von dem Typ. Ja. Nein, das ist nicht der Kürbiskopf. Der Kopf, musst du gucken, Kopf, Körperabwehr 3% höher. Und, ja, warum Körperabwehr? Ja, dann guck mal, wenn du das Inventar hast, weil ich habe diese Handschuhe durch diesen Event da. Und da steht, wenn ich in meinem Inventar gucke, dass es Plus bringt, aber bei dem Kürbiskopf nicht. Das ist echt nur der Anzug. Geh mal im Inventar und klick mal auf den Kürbiskopf, da steht das. Im Inventar... Also, das werde ich gleich nach dem Spiel nochmal kurz zeigen, den Leuten. Wenn das nicht crasht, ne, Fraps crasht nämlich. Nur im Spiel nicht. Also, vielleicht war das gerade ein Zufall, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört. Ich hab's gesehen einmal von YouTube oder sonst. Habe ich noch nicht ausprobiert und jetzt habe ich es. Ist es schon einmal gecrashed und jetzt habe ich es irgendwann probiert. Du hast den Schuss gehört, jetzt kriegst du Panik, ne? Ja. Ist doch da oben. Ne, ich bin erst gerade hochgegangen, als du die zweite Nade geworfen hast. Da bin ich gerade erst hochgegangen. Wo ist der Kleine? Ach, da. Ja, Calvin ist kleiner als ich. Ja, das ist so. Ich bin halb klein. Und er ist ein Noobie. Ich roll mich da übelst offensichtlich runter und er sieht... Ja, ich hab schon hochgeguckt. Ich weiß, hab ich gesehen, das sah übelst episch aus. Du warst... Dein ganzer Körper war frei. Ja, ich hab dich erst nicht gesehen. Ich dachte, du wärst noch unten. Scheiße, ich hab dich gesehen. Ich dich auch. Nein, ey, du killst mich nicht mit der Throwing Knife. Ich hasse die voll. Ich finde die irgendwie voll cool, wie der die wirft. Ja, die sind doch... Die ist irgendwie voll sinnlos, der wirft die voll genau. Der wirft die in einer geraden Linie. Ja, voll unlogisch. Ich glaube, Fraps crasht gerade. Da musst du jetzt ausmachen.